Doktor hier, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Origins. In der letzten Folge haben wir in einer gegnerischen Festung ordentlich aufgeräumt. In dieser Folge würde ich die Hauptquest gerne weiter vorantreiben, die hier direkt hinter uns liegt. Die Lügen des Skarabäus. Wir treffen das Oberhaupt von Letopolis, Tahaka, um einen Plan zu schmieden, wie wir den Skarabäus endgültig ausfindig machen können. Wir wissen nämlich noch nicht, wo der sich aufhält. Ja, los geht's. Wie gesagt, weit laufen müssen wir nicht. Schafft er das? Schafft er nicht. Hey, Moment. Ist gerade irgendwie voll dumm, was ich hier mache. Könnte ich besser hier hochklettern, glaube ich. Meister Tahaka? Mein Name ist Bayek von Siva. Ich bin tatsächlich Tahaka, der große Planer aus Sais und der Verwalter von Letopolis. Ich traf deine Familie. Deine Frau schickte mich her. Sie sagte, du weißt vielleicht mehr über den Skarabäus. Hier können wir nicht reden. Denn wer weiß, wer unsere Worte hören könnte. Komm herein und ich antworte dir. Dein Sohn ist sehr stolz auf deine Arbeit. Er vermisst dich. Er wird bald hier sein. Eines Tages werden mein Sohn und seine Söhne in meine Fußstapfen treten. Die Welt entsteht aus den Träumen großer Männer. Was ist dein Traum, Bayek? Ich verkneife mir den Luxus zu träumen. Ich will den Skarabäus. Der Skarabäus beraubt die Schwachen. Mich bedroht er nicht. Hast du denn gar keine Angst vor ihm, Tahaka? Nach allem, was er deinem Schwiegervater antat? Was dem armen Gupa passiert ist, zerreißt mich. Ob es mein Lebenswerk war oder was immer ich getan habe, um ihm das einzubrocken. Ich bete, dass die Götter mir vergeben. Meister Tahaka! Sie greifen die Ruinen an! Bayek, komm, kämpf mit mir! Der Wind wird stärker. Nicht gut. Dieser klagende Laut ist der Resetio. Für die Hunde der Wüste ist es eine Art Versammlungsruf. Die Banditen nutzen den Sturm als Tarnung für ihre Raubzüge. Bleib in meiner Nähe! Lass dich nicht von ihnen einkreisen! Ich lasse nicht zu, dass ihr mein großes Werk zerstört! Hierher! Schlag diese Scheißkerle zurück! Sie kommen aus dem Sturm! Diese Räuber fliegen auf den Schwingen des Sturms! Shit. Gut. So weit, so gut. Aber ich muss ein bisschen besser auf den aufpassen. Dann war der schon schwer verletzt. Euer Blut wird meinen Garten besser. Mein Gott, der ist on fire, der Gute. Zack, da liegt er schon am Boden, geil. Ich glaube, ich habe gerade auf den Falschen eingekloppt, leider.
Ihr legt euch mit Ägyptens Besten an! Komm, Metzger! Kämpft mit mir! Hey, bringt sie zur Schlacht! Holt mich! Du stirbst! Spür mein Adrenalin. Ja, looten nicht vergessen. Ist auch wichtig. Speere von Letopolis! Erhebt euch und verteidigt eure Heimat! Oh, da hätte ich sogar einen Attentat machen können. Shit. Seid ihr denn die Zähne der Gerechtigkeit? Bayek, lauf nicht in den Sturm hinein! Ja, ist ja gut. Ihr dachtet, ihr schlitzt uns den ungeschützten Bauch auf. Doch ihr findet eiserne Krallen vor. Auf in den Kampf! Los. Groß gleich in Frieden. Sei wachsam, Bruder. Gut, schön vorsichtig. Die Räuber halten sich für Löwen. Doch sie sind nur gepeitscht. Okay, da ist die nächste Welle. Bayek, schnapp sie dir. Bleib bei mir, Bayek. Metropolis wird euch standhalten, Hunde. Sterbt, ihr Hundesöhne. Ich brauche hier Hilfe. Keine Ahnung, ich... Warum nimmt er die Deckung denn nicht hoch? Alarm! Folgt mir! Boah, ich bin etwas genervt hier von dieser Steuerung. Ja, geil. Also irgendwie... Boah... Ein bisschen hakelig, muss ich sagen. Jetzt kann ich wahrscheinlich nochmal komplett anfangen. Der Quest, oder? Ja, Tatsache, ey. Berge von Sand. Oder ist das der... Ja, das ist doch der Beginn, ne? Die Räuber halten sich für Löwen, doch sie sind nur gepeitscht. Ah, ne, das ist die Stelle wieder, okay. Bayek, schnapp sie dir! Bleib bei mir, Bayek! Metropolis wird euch standhalten, Hunde! Sterbt, ihr Hundesöhne! Mist, hier gibt's Ärger! Hey! Tötet es! Ach, so weit gekommen, um so gedemütigt zu werden. Jetzt hab ich dich! Was sagst du? Noch eine kleine Demütigung vorm Sterben? So weit gekommen. Von dir bleibt nicht mal seine Pfütze übrig. Du wirst nicht entkommen. Hä? Hey. Ruft er und haut dann ab, oder was? Geht doch. Bayek, du kamst über sie wie Sobeks Zähne. Komm, reite mit uns. Das war das letzte Mal, dass sie uns angreifen. Und mit deinen Kampfkünsten schalten wir sie ein für alle Mal aus. Ich verstehe deinen Blutdurst, Tahaka. Aber diese Banditen interessieren mich nicht. Erzähl mir vom Skarabäus, bevor du reitest. Trägst du nicht das Abzeichen eines Magi? Die Räuber sind eine Gefahr für die guten und unschuldigen Bewohner von Letopolis. Komm mit mir, Bayek.
Sobald wir diese Hunde zurück in ihre geliebte Wüste getrieben haben, erzähle ich dir die Geschichte, die du hören willst. Nun gut. Dann werde ich mich dir heute anschließen. Komm, Bayek. Nimm deine Waffe und schließ dich uns an. Treue und tapfere Diener von Letopolis. Wir treiben diese Banditen aus ihren Löchern und tränken den Sand mit ihrem Blut. Jo, habt ihr ein Pferd für mich über? Oder reiten wir nicht? Doch, wir reiten. Gib den Weg frei! Dieses Ziel, das du dir gesteckt hast, es scheint unerreichbar. Das können nur die Götter wissen, Bayek. Und wenn ich nicht nach den Sternen greife, woher soll ich dann wissen, was in mir steckt? Letopolis war einst ein Wunder, bevor die Wüste es verschluckt hat. Ich will der Welt und den Göttern zeigen, dass Menschen alles erreichen können, was sie sich in den Kopf setzen. Vielleicht wurdest du von den Göttern geschickt, um mir bei meiner Vision zu helfen. Ein starker Arm, ein scharfes Auge. Wir stellen den Ruhm dieses Landes wieder her. Ich habe mein eigenes großes Werk zu vollbringen. Mal sehen, ob ich dich nicht doch überreden kann. Wow. Achtung, lasst mich durch. Muss ich mich um dich kümmern? Okay, dann geht jetzt hier die nächste große Keilerei ab, glaube ich. Tod allen Banditen! Banditen, vernichtet sie! Dieser Ort wird schwer bewacht. Hm, hier stimmt doch irgendwas nicht. Hey! Ihr Ärger! Sekunde, ich muss looten. Wartet auf mich, Jungs. Wo sind die? Klingt, als würden ein paar Banditen da oben lagern. Schatz. Sauer. Wort beendet, okay. Ja gut, weil ich alle Aufgaben hier erledigt habe. Aber alle Banditen scheinen ja noch nicht tot zu sein, ne? Auch jetzt. Ich werde dich finden. Okay, ich habe jetzt so geht so zum Erfolg beigetragen, glaube ich. Aber, mein Gott. So, und was machen wir jetzt noch hier? Hey. Meinen Dank, Bayek. Bevor du hier ankamst, dachte ich, mein Traum sei zum Scheitern verurteilt. Du gabst mir die Kraft, diese Banditen zu verfolgen. Wer waren sie?
Blutrünstige Anhänger von Sachmet, der Göttin des Gemetzels. Sie wollen nichts außer Chaos und Ruin. Verbunden mit dem Skarabäus? Nein, sie halten sich für Löwen, sind aber nichts weiter als Aasfresser. Wir quatschen hier schön und der Typ ist immer noch einfach so neben uns so im Käfig gefangen. Ich bringe diesen Priester zurück in die Stadt. Triff mich bei meinem Haus. Wir werden zu Abend essen und ich sage dir, was du wissen musst. Entschuldigen Sie, könnten Sie mich... Möge Petarich segnen und den Beschützer auch, Meister Tahaka. Wie seid ihr hier gelandet? Diese blutrünstigen Räuber haben mich entführt. Ich dachte, die Straße von Memphis nach Letopolis sei sicher. Jetzt ist es so. Und ich sorge dafür, dass es so bleibt. Ihr sagtet, ihr kommt aus Memphis. Es gibt viele Priester in Memphis. Ich werde dort nicht gebraucht. Aber Letopolis ist fruchtbarer Boden. Urbar gemacht durch eure harte Arbeit. Was gibt es Neues in Memphis? Ich muss zugeben, Memphis liegt unter einem Schatten. Der Hohepriester hat die Götter verärgert und muss nun den Untergang der Stadt mit ansehen. Deine Boten kamen nach Memphis und erzählten von deiner Zukunftsvision. Ich kam her, um hier den Göttern zu dienen. Sobald ihr ausgeruht seid, richten wir in Letopolis ein Haus für euch ein. Jo, Smalltalk beendet, Jungs. Können wir dann... warte mal. Kann ich noch plündern? Trifft Tahaka in seinem Haus. Er steht doch einfach hier direkt neben mir. Aber egal. Machen wir es auf deine Art. Jo, retten wir wieder zurück. Was zur Hölle? Kommt der hier nicht durch? Nee. Das wird nix. Mein Gott, ist das... Komm, ich schwimme da jetzt einfach durch. Fertig. Ich nehme hier so ein Pferdchen. Sandsturm gesehen? Schön, dass ihr es geschafft habt, Maret. Ja, die Götter haben über uns gewacht. Da waren Geier und eine Hyäne und so viel Sand. Genug Sand für ein ganzes Leben. Deshalb brauchen wir auch so viele Helfer für unser Vorhaben. Und was versprichst du ihnen, Tahaka? Eine Parzelle Land mit einem Haus für jeden. Sie müssen nur helfen, alles der Wüste wieder zu entreißen. Das ist alles? Man gräbt ein Haus aus? Ganz so einfach ist es nicht. Alle müssen mit anpacken. Zu Ehren der Götter. Jeder weiß, dass seine Vision wahr wird. Es ist gut, dass du deinen Vater ehrst, Kawab. Auf den Retter von Letopolis. Essen wir jetzt ein paar Honigdatteln. Und was ist denn, Bayek? Ist dir nicht wohl? Oh,
Mögen die Götter gegen dich sein, Tahaka, bei allem, was du tust. Krasse Wendung. Tahaka ist der Skarabäus. Senno. Ah ja. Wo bist du, meine Liebste? Remo. Ich habe dich enttäuscht. Bitte hasse mich nicht. Komm her, guter Junge. Mögen die Götter dir gnädig sein. Ich habe weder Rüstung noch Waffen noch Geld. Wo fange ich an? Schnell, bevor der Wind ihre Spuren verwischt hat. Erst meine Waffen, dann der Skarabäus. Klingt nach einem Plan. Na, okay, das sind nicht viele. Oh, ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Da ist noch einer. Ja, ist die Frage, ich will jetzt nichts riskieren. Wenn ich jetzt hier so einen riesen Terz mache mit dem Geschütz da oben. Ich weiß nicht, wie viele Treffer die wegstecken. Aber wenn ich meine Ausrüstung als Backup habe, kann ich ja gleich nochmal da hoch. Das mal auschecken. Ich glaube, da ist der Eingang, ja. Muss ich kurz warten, bis der da weggeht. Wobei da der nächste kommt. Geht der auch noch da rein? Nee, er stellt sich davor. Geil. Gibt's hier noch einen anderen Zugang? Ich glaube, da unten nicht. Von oben wahrscheinlich auch nicht. Wobei, er haut jetzt da ab. Hier vielleicht? Ah, okay. Shit. Shit, shit, shit. Komm, schnell die Klamotten schnappen. Sie hätten im Schatten bleiben sollen. Ju, tipptopp.
Schließ den Weg ab! Moment! Holt das Ding vom Himmel runter! Ich halte dich! Schieß und du bist Folgt tot! Mir wieder! Wie ein Lämmchen! Hey, pass auf, wohin du damit zielst! Stirb, du Verdammter! Echt? Und direkt mit einem? Cool. Na? Bist du wohl? Okay, easy. Gucke ich mal eben. Ah, da ist er noch. Da sind noch Rebellen, denen ich helfen kann. So. Du bist mir eine Zeit gekommen, du Hund! Zack, zack, alles klauen, zapp, zarab, alles meins. So, da ist auch noch was. Das war's, okay. Ah, da ist noch was. Okay, das war Schritt 1, Ausrüstung wieder erlangt. Schritt 2 wird sein, dem Skarabäus den Gauss zu machen, aber nicht mehr in dieser Folge, denn die hat ihren Zenit nicht unbedingt überschritten, aber erreicht. Ich sage danke fürs Zuschauen, beim nächsten Mal setzen wir die Aufgabe hier fort. Bis dahin,